Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Geil. In der letzten Folge haben wir die Bryden betreten und Paladin Dance hat sich uns angeschlossen, Hey, in mit dem Ordnung. ich aber nicht über Dingens Sehen wir reden uns mal kann, an, was ja, du über die sagst. Mission, die ich immer noch abgeben muss. Oh, der Down. Ja, der muss ja jetzt eigentlich auch immerhin haben. Wir sind doof. Ja, ich nehme an, ich muss mit dem Typen im Bunker da reden, damit er sich der Bruderschaft anschließt oder irgendwie Dieses sowas. Gestell macht mich Weil sonst ist die Mission wahnsinnig. verbuggt Ich und das habe würde ich nicht besondere so gut finden. Umstände, an die ich nicht mal rankomme. So, wir müssen noch mit den Leuten Komm hier her, reden. Ritter. Ich beiße nicht, versprochen. Auch wenn die mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Ich kann den aufschließen, wenn du willst. Warum bist du da drin? Schön, dass du das fragst. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proktor Tiefen. Die Führungsriege hat mich hier Upsala. eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht: Dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Na gut. Von welcher Art Arbeit nebenher sprechen wir denn hier? Oh nein, nein, nein. Nicht das, was du denkst. Es geht nur um ein Was wenig denn? körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, Mods musst du kann es man auch nur kaufen. sagen. Okay. So, nächster. Oder nächste. Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter. Vielen Dank. Du Boah, ein inspirierst Licht. uns alle, Oh. Ritter. Mach uns stolz. Bestimmt noch irgendwelche. Hi, na. Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Was willst du nur mit all diesen Büchern? Ich kann meine Arbeit wohl kurz einmal unterbrechen und mich deiner Frage widmen. Wie du meinst. Ich meine, dass das technologische Wissen der Bruderschaft erweitert werden muss. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Ich will dir nur Hallo sagen. Wechseln wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Mein Gott, wen hat er in Unter allen dem Bericht normalen gezeigt? Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Und da komme ich ins Spiel. Frag doch einfach, wenn du meine Hilfe brauchst. Mir war nicht klar, dass dich das interessiert, Ritter. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin Vielleicht autorisiert, bestimmt ein dich für paar. jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Alles klar. Ich noch mit noch jemanden reden. Warte mal, ich kann doch hier bestimmt gut ausgeruht werden oder so, ne? Bitte, Nö. stell dich ruhig erst den anderen vor. Aber ich hoffe, dass du mir danach helfen kannst. Und dann, was machst du da? Da muss ich ja noch jemanden reden. Dr. Ingram wollte den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe, schaffe. Fusionskern. Feuer! Bleibt alles zusammen? Glaub mir, das würdest du mitkriegen.
Gut. Feuer! Okay, okay. Sieht alles gut aus. Und das Schiff ist auch nicht versenkt. Danke, Anwärter. Klar, jederzeit. Ja. Ha! Ha! Wie schön. Oh, Kronkorken. Was bringen Sie einem in der Grundausbildung nicht bei? Was seid ihr? Patronen. Oh, Schlagring, verdammt, wollte ich gar nicht. So, knacken wir das hier mal. Bin Ritter, ich darf das. Oh, 6 Raketen, dankeschön. Ja, du da gar nicht verschließen. Na, nehmen wir mal. Haben wir jetzt Wissenschaft aufgelevelt, das kann ich ja wieder. Habe ich ja wieder, weiß ich nicht. Bisschen mehr zum Aufballern. Hier, zeig mal. Meine Privatsphäre hier vollkommen ignorieren. Was? Also, da bin ich. Ne? Ja. Mir fehlen die Feldeinsätze. Versteht mich nicht falsch. Die Forschung, die wir durchführen, ist echt spannend. Aber das Leben auf dem Schiff ist ein Albtraum. Ich bin 18 Stunden am Tag in dieser Metallröhre gefangen. Bin mir nicht sicher, was schlimmer riecht. Die Soldaten oder die Maulwurfsratten? Und was bei den Frontschweinen als Unterhaltung durchgeht, lässt Mutanten wie Professoren aus. Und ich muss mal mit Dr. Quinlan reden. Kann doch nicht sein, dass Einsatzgelehrte unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Gut, aber es gibt einen Grund, warum man in der Nähe der Instrumente nicht essen darf. Okay. Wenn ich jetzt hier penne, kriege ich hier einen Erfahrungsbonus. Schon. Da. Den Abschaum des Commonwealth zu verschonen. Da ist jemand. Was? Was? Hier drin oder was? Ah. Hallo. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Solange es nichts mit Gummihandschuhen und Vaseline zu tun hat. Das wollte ich erst aussagen. So eine Untersuchung ist es nicht. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Das ich doch nicht. Ach, schau in den Nacken. Vor den Bomben gab es noch nicht wirklich viel radioaktive Strahlung. Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Gut, zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Ja, ich bin. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr erinnern. Nun, da du offenbar unter keinen langfristigen negativen Auswirkungen leidest. Ich weiß nicht, wie ich als Kind war. Aus, dass das nicht der Fall war. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Nun, da war dieses echt hässliche Mädchen im College. Ich meine, ich musste mich betränken. Das war eine Wette. Das entspricht wohl kaum den Kriterien. Ich trage einfach Nein ein. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Ja. Mehr so eine Moralfrage, oder? Oh, absolut. Ich bin der Ansicht, dass der geistige Zustand der Besatzung so wichtig ist wie der körperliche. Jeder, der im Gefecht aufgrund fehlgeleiteter moralischer Werte beim Schießen zögert, ist nicht für die Bruderschaft. Also, wie steht es mit dir? Hättest du ein Problem damit? Denke schon. Gut genug. Hervorragend. Was? Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche.
Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Also einfach nur jemanden töten, weil er entsinnt ist oder so, zum Beispiel nicht. Die Bruderschaft, die ist ja auch skrupellos bei solchen Sachen. Tun ja auch auf Ghule schießen, egal ob die irgendwie wilde Ghule oder normale, sag ich jetzt mal, freundliche Ghule sind. So. Keine Gnade. Ich tue jetzt die ganze Zeit speichern, weil in der letzten Aufnahme ist er einmal das Spiel abgestürzt. Geil, ne? Aufzeichnung durch Ritter Captain Kate. Ich arbeite eng mit Gelehrter Nuria zusammen an der Untersuchung einiger Synth-Leichen, die unsere Erkundungsteams geborgen haben. Auch wenn wir noch keinen der Synths geborgen haben, die vollständig menschlich aussehen, sind diese früheren Modelle dennoch erstaunlich ausgereift. Es wird immer deutlicher, dass das Institut der technologisch am weitesten fortgeschrittene Feind ist, mit dem wir es je zu tun hatten und daher extrem gefährlich ist. Ich habe alle meine Daten an Lancer Captain Kells übermittelt, zusammen mit meiner Empfehlung, effektive Gegenmaßnahmen gegen diese Synths zu entwickeln. Leider bin ich mir nicht sicher, wie viel das bringen wird, angesichts der Tatsache, dass der echte Feind die Synths sind, die sich womöglich in unserer Mitte verstecken. Was haben wir denn hier alles? Ich will ja ehrlich gesagt hier die ganzen Sachen erstmal aus dem Weg räumen. Nord Hagen Beach, da sind wir ja in der Nähe. Museum der Hexerei ist auch nicht so weit entfernt. Wo wir ja so einige Sachen auf einmal machen. Mit Danze kann ich immer noch nicht sprechen. Ritter, hast du vielleicht technische Dokumente? Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Weiß gar nicht. Ich habe technische Dokumente für dich. Das sind keine technischen Dokumente. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Soldat. Komm wieder, wenn du deine Pflichten ernster nimmst. Wie wütend der war. Das sind keine technischen Dokumente. Ja, Ritter, hast du das ist keine Pizza. Das ist überhaupt keine Pizza. Ja, mach mal. Ich habe Zeit, dir bei der Patrouille zu helfen. Gut. Freut mich zu hören. Den meisten Menschen ist nicht klar, wie wichtig eine gute Forschungspatrouille sein kann. Triff den Gelehrten auf dem Boden. Deine Mission? Eskortiere und beschütze einen Gelehrten auf der Suche nach einer Datenquelle. Wenn sie gefunden wurde, sammelt der Gelehrte die Daten und ihr kehrt damit sicher zurück zur Basis. Also so Sachen immer wieder wiederholt werden, habe ich das Gefühl, ne? Einfach nur für Erfahrungspunkte und Geld, glaube ich. Ist noch keine Zeitschrift oder irgendwie sowas gefunden. Oder eine Wackelpuppe, könnte ich mir vorstellen. Für Energiewaffen oder irgendwie sowas. Ne? Werde ich oft gehen, wahrscheinlich nochmal umschauen und dann on screen hier Sachen aufnehmen, falls ich was finde. So, Elster Maxton. Hey, schieß los. Keine Ahnung mit der Mission. Der wird mir jetzt die ganze Zeit als Mission angezeigt. Ich muss schon sagen, schläfst du in meinem Bettchen? Ist du von meiner Suppe? Na, geh mal. Grüße, Ritter. Also nicht. 40er Patrone. Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Nimm dir genug Ausrüstung mit, bevor du aufbrichst. Nehmen wir da sehr viel Müll mit, ich weiß. So, dann gehen wir mal wieder raus und gucken, ob wir was machen können. Wenn ich den Weg da finden würde, ne? Oder ein. Okay. Warum auch nicht? Weiß nicht, für welche Fraktion ich hier anfangen soll, was zu machen.
Bruderschaft, Dingens, Railroad. Und boah, wo sind denn die jetzt alle? Ist der draußen? Bitte sei draußen. Jetzt mache ich irgendwas anderes. Ja, ich kann mich auch zum Flughafen porten, ne? Ich habe den ja auch auf dem Weg mit dem Flugschiff hier entdeckt. Gut, dann machen wir etwas Action wieder. Jetzt ein paar ist ja wirklich nichts passiert, so. Lancer Captain Kells ist einer der besten Offiziere, unter denen ich je. Ja, jetzt haben wir. Willst du das machen? Nein, nein, du hast es schon fast. Okay. Kann hier einsteigen. Okay, wo müssen wir überall hin? Ist, glaube ich, alles hier ein bisschen in der Nähe, ne? Ja. Immer mehr Siedlungen. Ich hätte eigentlich runterspringen können, ne? Hätte mich zwar getötet, obwohl mit einer Power-Rüstung. Nee. Stimmt, die hätte ich auch noch anziehen sollen. Lassen wir das. Ich glaube, ich mache für die Bruderschaft erstmal keine Mission. Oder? Dann wären dann schon in Bruderschaft Klamotten. Ist die Bruderschaft in Angriffsreichweite der Stadt? Was geht? Das ist mal eine echte Herausforderung. Mit einem wehtierten Brahmin. Boah. Ja, ich bescheuert. Das muss ich irgendwann mal machen. So schön eine Trophäe für. Oh, ich hab hämmert. Hey, ich bin agil. Ich trage nicht eine tonnenschwere Rüstung. So, da ist jemand. Du verwirrst mich die ganze Zeit mit deinen Dingen. Du zeigst wohin, ich schieße. Oh, ich muss die Quest ausstellen. Oh, Kacke. Wie muss ich denn hier reden, du? Melde mich zum Dienst. Legen wir los. Du sollst der Typ dann nicht beschützen sollen, ne? Bitte nach dir. Den Gelehrten, okay. Folgst du mir? Ach, ist das hell. Wo denn? Da müssen wir hin, ehrlich? Ich weiß nicht, wie weit das entfernt ist. Gehen wir da hin eben. Mir egal. Hey. Wir gehen auf bestimmte Aktionen, Respekt oder Enttäuschung. Dann reden wir mal mit diesen einen Typen auch noch, würde ich sagen. In dem Bunker, der sich da Bruderschaft anschließen oder so. Vielleicht muss ich das noch machen. Weil ich kann mit Dance jetzt nichts machen. Wäre schon wieder am Bug, ne? Mit dem bist du hier nur bugsmäßig unterwegs. Aber welche Waffen nehmen wir denn? Was haben wir denn? Genug an Munition. Nicht mehr viel. Na, super. So. Müssen wir da hin. Einer. Ich habe auch nichts mehr gemacht, ne?
Dann sind wir jetzt zu dritt, ja. Also ich soll ihn alleine hier begleiten, ne? Ich habe zwar Danze dabei, aber trotzdem. So, wieder im Ödland jetzt doch. Ja. Chillisch. Ein bisschen Hilfe hier. Wir haben irgendjemanden getötet, ja. Autsch. Man geht doch nicht auf mich die ganze Zeit. Hey, kann ich das doch mitgeben? So, wegen meinen einen Perk heile ich mich ja automatisch. Was auch gut ist, ne? Brief. So, ist noch Hunde, die einen Postboten kaputt gehauen haben. Mein Gott. Was für ein Klischee. Ich hier Brief irgendwie. Angucken. Komm, ich sage dir das Ding. Erste Sache, der Ort liegt direkt an der Straße und wir können einfach Karawanen abgreifen, die vorbeiziehen. Und wir leben wie die Könige. Heilige Scheiße, das ist eine Brauerei. Mit Bier ohne Ende. Wie kannst du dazu Nein sagen? Ich lehre ein gutes Spot für dich ein, Kupfer. Also komm einfach vorbei und sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Ich heiße jetzt übrigens Crankshaft. Melvin kennen die ihr nicht. Steph, sie wissen es. Frag mich nicht, wie, aber sie haben es rausgefunden, was du getan hast. Ich glaube nicht, dass sie wissen, wo du dich versteckst, und ich hoffe nur, dass du es hier vor ihnen liest, aber du musst packen und schleunigst verschwinden, okay? Sag dieses Mal niemandem, wohin du gehst. Ich versuche sie, so lange wie möglich aufhalten, aber du sollst dich lieber beeilen. Okay. Was mit dem zerrissenen Brief? Genau, kommt zurück nach Black Bay. Angeblich sind sie hinter irgendwas im alten Halluzigen-Gebäude. Ja, halte ich fern, bis sie wieder verschwinden. Melvin. Okay. Ja, ich tue mich langsam hochheilen. Sehr gut. Da sind voll viele Supermutanten, ne? Da wäre mir jetzt ein bisschen nicht so lieb. Ich habe keinen Bock, schon wieder gegen Supermutanten zu kämpfen. Wie in der letzten Aufnahme. Da sind Raider. Oh! Da schießt jemand mit einem Fatman. Raider mit Fatmans, ehrlich? Ein Fatman, ehrlich? Oh. Raiders mit Fatmans. Oh. Habt sie doch nicht mal alle. Hey, wie kann man denn Raider einen Fatman geben? Ehrlich jetzt. Alter. Wo ist der mit Fatman?
Alter. Boomer. Ja, ich sehe. Komm, Freck. Ah. What the fuck? Oh Gott. Da kann er gut treffen, ey. Halt die Stellung. Ja. Er sagt mir nicht, dass er unendlich von den Dingern abschießen kann. Ein bisschen doof. Oh. Du bist auch blöd, ne? Weißt du eigentlich? Weißt du, dass du vollkommen blöd bist? Oh nein, nicht der Typ. Sehen sein Ding kaputt. Vom Boomer. Mein Gott, wie viel aushalten, ey. Was ist das? Was schaffe ich noch in dem Part hier? Boah, echt? Der ist verreckt, ehrlich? Ja, was kann ich denn dafür, wenn der volle Möhre da reinrennt? Der hat mich natürlich kaputt jetzt. Frustrat. Was soll ich denn dagegen machen, wenn der volle Möhre da ins Getümmel reinrennt? Einiges einlagern. Ja, du bist auch bescheuert, ne? Oh, hallo. Verdammt nochmal, ja. Ah, du verdammt nochmal, ja. Verursacht nachts plus 5% Schaden. Oh. Geil. Was soll ich hier machen? Wieder so ein Sendedingen. Ich sollte gar nicht dahin, ne? Rekrutierungssendestation. Okay. Na, Rekrutierungssendestation. Wo ist das nochmal? Ja, wo ist denn das? Ist das nicht so ein Teil? Am besten immer irgendwo so. Ha. So. Haben wir die Siedlung auch gefunden. Würde ich sagen,
Mit der einen gescheiterten Mission, mit der einen erfolgreichen Mission beenden wir den Part hier. Und ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge für Let's Play Fallout 4.